hereingeflattert und damit herzlich willkommen hier zurück zu Stardew Valley mit mir, dem Scherbi auf dem Scherbenhof. Da sind wir wieder hier, ganz frisch dabei, unserer großen tollen Karte hier auf unserer Abenteuerwelt. Und ja, wir haben heute vor, einfach mal wieder ein bisschen Feldarbeit zu machen, das Unkraut zu vernichten. Ich habe gerade noch die Meldung bekommen, Unkraut hat hier wieder was vernichtet. Das ist auch wirklich wieder ein Kampf, ne, gegen Windmühlen oder gegen Unkraut, je nachdem, wie man es nimmt. So, morgen wird es klar und sonnig. Das ist doch schön. Und was sagt der Wahrsager? Oh, die Geister sind heute sehr glücklich. Wir haben heute Glück. Dann sollten wir vielleicht mal Abigail anquatschen. Sie werden ihr Bestes geben und jedem heute gutes Glück bescheren. Das ist doch schön. Was hat das Leben vom Land hier wieder heute vor uns? Hier sind wir wieder mit einem weiteren Tipp für euch. Spitzt die Öhrchen. Ich weiß, es ist schwer, aber mach dir nicht so viele Sorgen um dein Pferd. Du kannst es überall stehen lassen und es findet immer seinen Weg zurück nach Hause. Pferde sind extrem schlau und auch selbstständige Tiere. Sehr schön. Und wissen wir Bescheid? Vertrau dem Pferd. Da bist du gut aufgehoben. So, jetzt haben wir hier noch ganz viel Gedönse. Was haben wir denn da? Quarz haben wir, Kohle. Die kommen hier hin. Und hier haben wir ein Briefchen. So, was haben wir denn hier? Hey Tizian, ich würde meiner Frau gerne eine Sternfrucht zu unserem Jahrestag schenken. Gibt es vielleicht welche auf deinem Hof? Wenn du mir eine vorbeibringst, wäre ich dir sehr dankbar von Kent. Eine Sternfrucht. Haben wir aktuell eine Sternfrucht? Nehme ich jetzt einfach mal an, aber wir haben, glaube ich, keine Sternfrüchte. Haben wir, soweit ich weiß, nicht? Oder? Haben wir eine Sternfrucht? Sternfrucht? Karin muss ich mitnehmen. Die gehören hier nicht hin. Sonnenblümchen können wir auch nochmal anpflanzen. Was haben wir denn hier noch so? Ungemahlener Reis. Blumensaat einmal. Mehr haben wir hier nicht, ne? Sommerkürbis. Könnten wir einfach nochmal einpflanzen, ne? Mache ich jetzt einfach mal. Und Hopfen haben wir wieder hier. Kann die Bierproduktion bald losgehen. Wobei ich würde, glaube ich, lieber Met trinken. Das mag ich ein bisschen lieber. Auch letzten Monat noch auf dem Mittelaltermarkt. Auch ganz schön dort. Aber ich muss sagen, die Hitze, meine Güte. Die hat mich echt fertig gemacht. Der ganze Sonnenschein dort. War ein bisschen viel. Ein bisschen Sonnenstich da gekriegt. Habe ich ein bisschen besser mich in den Schatten bewegen sollen. Da war ich aber einfach ein bisschen... In der Gruppe bin ich manchmal unaufmerksamer. Das muss man sagen. Ich hätte mich sonst eher... Oh, jetzt haben wir der Katze das Feuer ausgemacht hier. Hier in der Gruppe bin ich dann manchmal ein bisschen unvorsichtiger. Weil ich mich dann ab und zu ein bisschen mehr nach der Gruppe richte. Und das ist dann manchmal ein bisschen unglücklich. Und dann doch nicht so ganz so sonnenaffin ist wie manch andere. Ich bin jetzt auch nicht so der Sonnenfreund. Wirklich nicht. Ja, so ein Kellerkind. Ein Kellerkind jetzt auch nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Und dann war nicht so gut. Ist auf jeden Fall ein Sonnenstich. Ich habe mich dann ganz gut auch ausgeruht und auf dem Hachhauseweg war es dann auch besser. Ja, vielleicht trifft man ja mal den einen oder anderen auf irgendeinem Mittelaltermarkt. Vielleicht bin ich da ja auch mal zufällig. Hier auch. Da könnt ihr mir gerne Hallo sagen, wenn ihr mich erkennt. Also im unwahrscheinlichen Fall, dass mich irgendjemand da draußen erkennen sollte. Ihr könnt mir gerne Hallo sagen. Kann sein, dass ich vielleicht grimmig gucke, gerade wenn ich alleine unterwegs bin, aber das ist dann nicht an euch gerichtet. So, was haben wir hier? Blümchenwasser? Hier wieder nichts für die, unsere Bienchen hier, ne? Auch mal wieder hier Nachschub. Ist die schon reif? Ne, die sind noch nicht reif. Plopp, plopp. Schmeiß mal den Roggen da rein.
So. Sind wir soweit ready hier? Ich glaube schon, ne? Batterien habe ich mitgenommen? Ja, die habe ich, glaube ich, mitgenommen, ne? Ich schmeiß das ganze Gemüse und zwar einfach jetzt mal hier rein. Ist gerade nicht so ganz wohin damit. Dann bringe ich die Batterien nicht hier zu den Hütchen, sondern hier hinein. Habe ich da? Der Stern eines Soldaten. Ja, gut, das machen wir dann. Ich sage, gehen wir erstmal zum Laden. Hier können wir uns auch bald drum kümmern. Guck mal, da haben wir auch noch was liegen. Ich nehme das eben mit. Flup, flup und flup. Der Bus funktionierte noch nicht, ne? Der war noch kaputt. Da können wir noch nicht mitfahren. Er wird, glaube ich, im Winter auch jede Menge Werkzeuge verbessern wollen. Brauchen wir, glaube ich, Gold für, aber ich glaube, ich habe auch schon fast genug und habe schon genug. Also mal gucken. Was haben wir hier? Aushilfe gesucht. Eine Krabbenart hat sich in den örtlichen Minen hier eingemacht. Aber ihr Stück töten, kriegen wir ein bisschen Gold für, will ich jetzt gerade nicht. Sehe ich jetzt nicht so. Ach, der alte Gast, da holt sich hier wieder ein paar Vorräte für die Kneipe. Ja, der Pierre, der hat immer gute Sachen, das wissen wir. Oh, Tiere sind so unschuldig und niedlich. Und wenn ich mich nicht um sie kümmere, wer dann? Oh, ist auch so ein Tiermensch, ne? Erinnert mich an eine Freundin von mir, die Frau. So ein Tiermensch. Beinahe gesagt. Blumenstrauß. Sehr romantisch. Haben wir eigentlich. Abigail, haben wir schon Blumenstrauß gegeben, ne? Müssen nur heiraten, glaube ich. Das können wir, glaube ich, irgendwie nochmal unten am Dings kaufen. Wie hieß das nochmal? Strand. Am Strand können wir das kaufen. So, ich kaufe mal ein bisschen Weizen hier. Sommer und Herbst. Was brauche ich denn? Wo sind meine Felder? Ich habe vergessen, wie groß meine Felder sind. Ach komm, weißt du was? Komm. Kostet nichts. 50 Stück. Fertig. So. Bin ich gerade nicht mehr so vorbereitet hier, um gerne zu drin hier. Abigail hier. Hallöchen, mein Schatz. Ich dachte immer, dass Pelikan etwas trostlos sei. Aber in letzter Zeit habe ich einige Dinge zu schätzen gelernt. Das wird doch schön. Das freut uns, wenn die Abigail hier glücklich ist. Das ist das Wichtigste in Gesundheit. Macht die Mutter hier? Kriegen wir wieder eine Teepflanze? Und einen Trip. Am Mittwoch ist der Laden geschlossen. Das wissen wir. Zu der müssen wir immer lieb sein. Irgendwann die Torte oder der Kuchen umkippt, haben wir ein Problem, du. Falls wir irgendwo Kuchen oder Torte essen sollten. Heute ist der 15., ne? Ist heute irgendwie was Besonderes? Nee, ne? Heute ist nichts Besonderes. Reichen dann heute noch. Da war der komische Hund. Mal gab es auch noch. Dann würde ich, glaube ich, zurücklaufen. Hoppala. Okay, ja, dann gießt den Boden. Macht das. Ah, sie hat wieder ein paar wilde Früchte gefunden. Können wir die schenken? Oh, die mag das sogar. Finde ich eigentlich auch ganz cool, ne? Muss ich sagen. Aus meiner Sicht jetzt so. Aber unser Herz gehörte Abigail. Hallöchen. Herr Tizian. Das habe ich noch nie gehört, dass mich jemand Herr Tizian anspricht. Ich finde das übrigens voll komisch, wenn jemand meinen Namen ausspricht. Habt ihr das auch? Findet ihr das auch komisch, wenn andere Leute euren Namen aussprechen? Findet ihr das komisch oder ist das normal für euch? Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie immer so ein bisschen komisch. Aber ich finde es okay. Also. Das ist so persönlich. Keine Ahnung. Jo. Dann holt's mal hier weg. Ein Mahagonisamen, auch sehr wertvoll. Thank you.
Und der Herr? Oh, ich glaube, den können wir gar nicht treffen und der kann uns nicht treffen. Ah ja. So, wo war das Geheimversteck hier? Oh, guter Hinweis. Das ist zum Beispiel ein sehr guter Spoiler, ne? Dass es hier zum Beispiel noch mehr Material gibt. Das könnt ihr mir gerne schreiben. Ich liebe diese Musik hier so. Nach Soundtrack sein im Spiel. Autsch. Erinnert mich auch irgendwie. Ey, wo kommst du her? Erinnert mich auch gerade irgendwie so ein bisschen an diese alten Rollenspiele. Ich weiß, ich sag's, glaube ich, jedes Mal. Aber irgendwie, ich weiß nicht, die Musik hat einfach was. Die fixt mich sofort an. Ist sofort irgendwie so, weiß ich nicht, Final Fantasy Teil 9 oder so, bin ich gleich drin. Wir könnten den Zauberer auch nochmal besuchen, ne? Den sehen wir auch so selten hier. Na, Kollege? Ich habe viele Dinge über deine Zukunft gesehen. Das gefällt mir jetzt nicht so. Magst du ein Blümchen? Vielen Dank, ich denke, das könnte nützlich sein. Okay. Dann haben wir eigentlich noch was fürs Gemeinschaftshaus. Haben wir dann noch was für... Warte mal, konnte das doch irgendwo sehen. Wo war denn das? Die Musik hier drin erinnert mich irgendwie an Banjo-Kazooie. Ist das noch jemand? Hat irgendwie ein bisschen was davon, finde ich. Und der Zauberer. Nee, so nie auf die Karte. Wollt woanders hin. Tiere. Gegenstände. Besondere. Auch noch einiges, ne? Tja, was sein mag. Auf jeden Fall viele Bücher. Folge. Jo, ne, wo war das denn? Man konnte doch hier irgendwo... Ach, hier. Gemeinschaftszentrum. Da haben wir es. Speisekammer. Okay, da brauchen wir definitiv, definitiv die, Bäume für. Und hier brauchen wir Tierprodukte, also Wolle, Milch und so, okay. Aquarium, da brauchen wir noch den Katzenfisch. Und hier haben wir noch einen Sandfisch und auch einen Kugelfisch. Da brauchen wir aber auch noch den Zugang hier. Wüste. Das könnten wir bald ohne Probleme machen. Dann kriegen wir die Busreparatur und damit können wir dann auch in die Wüste fahren. Also Tresor könnten wir eigentlich sogar schon machen, ne? Koch, Spiegelei und Trüffel haben wir noch nicht. Äpfel, ja gut, da müssen wir auch noch bei. Und Verzauberer, da brauchen wir noch die Hasenpfote. Die gab es irgendwo. Irgendjemand hat mir geschrieben, wo es die gibt. Ich muss nochmal nachschauen. Hatte mir jemand geschrieben. Könnt ihr mir sonst gerne auch nochmal schreiben. Mal sagen, dass ich ein paar Sachen wieder übersehe, vergesse oder so. Ich denke auch nicht jedes Mal ran, aber... Irgendwo denke ich hin. So. Damals auch immer so einen roten Schal wie mein Charakter übrigens, ne? Sehr viel getragen damals. Der Laden offen. Ich hoffe, meine Hühner sind nicht verärgert, wenn ich die Eier nehme. Mal gucken. Okay, wir können hier leider gerade nichts kaufen. Der Laden auch schon wieder zu, ne? War, glaube ich, gar nicht so häufig offen. Und jetzt noch was? Was habe ich denn hier? Gedöns habe ich mit. Ja komm, dann sehen wir noch ein bisschen Weizen an. Vielleicht kann ich hier noch ein paar Bäume wegholzen oder... Irgendwas anderes vorbereiten. Silo wird ja auch noch gebaut. Ah, guck mal, da ist was fertig geworden. Wein. Und Gewürzbeeren und anderen Dingen. Peperoni-Wein. Pulvermelonen-Wein. Okay. Ich hinterfrage jetzt erstmal nichts. Kann man daraus Wein herstellen? Hier laufen unsere Dinger noch. Jetzt zu funktionieren. Okay. Die kam hier nicht hin. Momentchen, das war, glaube ich, hier, ne? Aber noch die Pulvermelone. Mahagonisamen kam auch hier hin. Hartes Holz, Blümchen, Bärchen. Okay.
Warte mal, ist das Silo fertig? Ist das Silo fertig? Ich glaube ja. Aber kann man Heuballen. Wir müssen also Heuballen rein. Habe ich Heuballen? Beide? Heulbeile? Heulende Beile? Ja. Ich kann auch nicht mehr reden heute, ne? So, wie waren wir es denn? Mal bin ich voll verpeilt. Bin ich, ne? So. Wo haben wir es denn? Hier, Heu, Weizen. Das ist doch Heu. Das können wir doch hier eigentlich doch dann da reinpacken, oder? Müsste doch eigentlich gehen. Aha. Sehr schön. Dann haben wir da einiges schon drin. Sehr gut. Und hier mal Hilfe. Das sieht ein bisschen so aus, ne? Hilfe. Welt schreit. So, und dann haben wir hier. Na gut, haben wir ein bisschen verloren, ein bisschen. Dünger ist weg, macht nichts. Wir pflanzen hier weiter. Das Zeug an hier. Ich glaube, ich pflanze ja auch nochmal alles an. Ach, guck mal, da kriege ich auch jetzt Heu raus. Kann das sein, dass ich da Heu rauskriege, sobald ich hier... weil ich ein Silo habe? So, jetzt haben wir dann eine ganze Spur Gedöns fertig und wir haben auch nochmal eingelegte Pfifferlinge. Sehr schön. Nehmen wir doch alles mal mit. So, wir haben hier Mais, wir haben hier Hopfen. Warte mal, ich könnte erstmal Hopfen da reinschmeißen, ne? Und dann haben wir hier diese Kürbisse. Kann ich die auch einlegen? Kann ich die Kürbisse einlegen? Geht das? Die Bärchen? Funktioniert das? Ich glaube, ich würde das mal eben ausprobieren. Also Hopfen. Mal gucken, ob wir hier dann was machen können damit. So, dann füllen wir das Wässerchen nach. Sehr schön. Und dann haben wir es. Moment, ich habe den Hopfen vergessen. Der kommt hier wieder rein. Tieren wir das mal vor. Dünger haben wir hier drin. Was ist das? Ein Saatguterzeuger. Was haben wir hier noch? Tintenfischtinte? Diese Totendinger, die brauche ich eigentlich selten. Eingelegten Pfifferlinge. Kaufe ich die? Bin mir nicht ganz sicher. Gehen ja auch gerade wieder ein bisschen was aus, ne? Weizen. Bietet großartiges Mehl für Brot oder Kuchen. Ja, stimmt. Ich wollte mir ja da ja auch nochmal die Windmühle hier hinsetzen, ne? Oder diese Dings. Und die Lachsbeeren haben wir. Auch eine sehr schöne Option. Können wir auch sehr viel einlegen. Hier Lauch haben wir noch. Und hier haben wir noch Radieschen. Was haben wir hier? Tulpenzwiebeln. Sonnenblumen.
Reissprosse haben wir gerade nicht mehr. Dann könnten wir dann auch noch mal malen. Gelee Erdbeere, Gelee Pulvermelone, Honig. Die Sonnenblumen auch eigentlich da stehen lassen können, ne? Da hätte ich noch mehr Honig produzieren können. Karottensaft. Dieses ganze Weingedöns. Verkaufe ich jetzt einfach mal alles. Gucken wir mal, wie teuer ist denn das hier? 600. Oh, über 6000. Oh, das ist auch sehr schön hier. Das ist ja richtig Geld, was wir da haben. Finde ich gut. Alles rein hier. Bam. So, ich habe noch irgendwo Müll, ne? Müllgedöns. Hat. Ach, benötigt Kohle. Haben wir. Oi, foi. 21 Goldbarren. Ich glaube, ich noch mal weitere 5 mitnehmen. Und die hier hineinschmeißen. Ach, jetzt hätte ich hier heute gut Glück gehabt, ne? Eigentlich gut das Zeug öffnen können. Und wir mal ein Steinchen mit. Cool. Ach, gucken wir morgen. Gucken wir morgen. So, Holzkohle brauche ich nicht. Angel haben wir noch. Dann habe ich jetzt alles, ne? Die Kisten muss ich nachher noch irgendwie anders hinstellen. Das soll ja auch noch nachher weg. Was glaube ich, ne? Laternen brauche ich da nicht draufstellen. Wir haben hier oben die großen Fackeln. Hier unten ist ein bisschen düster, ne? Da kommt noch ein bisschen Licht hin. Die Fackeln da draufstellen finde ich jetzt nicht so cool. Da fehlen noch ein paar mehr Feuerfackeln. Hier erstellen. Haben wir davon noch ein paar? Nee, haben wir nicht. Was brauche ich denn dafür? Holz, Kohle und Fasern. Holz, Kohle und Fasern. Ja. Bedrückt mich hier immer. Holz, Kohle und Fasern. Okay, Kohle haben wir soweit. Ich stelle mal drei oder fünf. Wir stellen mal 5 Stück her. Das ist gleich schon spät, ne? Ja, okay, komm, dann gehen wir erstmal schlafen. Dann weiter hier zur nächsten Folge. Wieder hier hin. Ja, dann war es auf jeden Fall schön, dass ihr dabei seid. Ich auch gerne wieder. Mich auch sehr über ein Abo freuen natürlich. Und natürlich gerne über Kommentare oder ähnliches. Und dann würde ich mal gucken, dass wir morgen dann noch so ein paar Laternen hergestellt bekommen. Oder diese Feuerkörbe, wie auch immer man das Ding da nennt. Feuerfackeln. Dass wir das unten noch ein bisschen ausleuchten, fände ich, glaube ich, ganz gut. Und ich würde nachher, glaube ich, nochmal nachher in mein Thumbnail reingucken, weil da hatte ich nämlich ursprünglich mal so einen groben Plan erstellt, wie das hier nachher aussehen soll, wo dann vielleicht nachher noch ein zweites Sido hin kann oder andere Dinge, ne? Dann würde ich sagen, haben wir es erstmal für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Bis morgen, bis zur nächsten Folge. Euer Sherby. Dran. Ciao.